Ja, hallo zusammen. Fangen besten ich an, oder? Fertig. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. Und ja, mit dem Fliegen, so wie es ausschaut, dauert es ja doch noch ein bisschen. Also wir sitzen da eigentlich auch auf Kohlen und hoffen, dass es bald mal wirklich weitergeht. So. Und ja, zum heutigen Thema ist natürlich ein irres Thema. Ja, kann man eigentlich Wochen drüber reden. Und ja, wir haben so einen minimalst roten Faden, mehr oder weniger vorbereitet. Ja, wollen wir uns aber nicht drauf festnageln, sondern so wie ihr dann die Fragen stellt, ja, so wird es dann, machen wir dann einfach weiter und schauen wir mal, wo wir dann nach 1,5 Stunden rauskommen. Vielleicht machen wir dann eine neue Firma auf und bauen weiterhin feste Gleitschirme. Ja, also der rote Faden wäre einmal, ja, wie es vielleicht ganz am Anfang war, wie das Ganze so Anlauf genommen hat, mit Schirmentwicklung, Gütesiegel, dann als nächstes in der Neuzeit, ja, wie das jetzt ist. Da kann dann der Ferdi dann viel dazu beitragen und vielleicht nur so als Idee, wenn wir so aufgreifen wollen, ja, wie sich das Schirmverhalten, ja, mit dem Gütesiegel und mit der Entwicklung vielleicht so sich verändert hat in die Neuzeit rein und ob das vielleicht einen Vorteil oder Nachteil hat. Und ja, dass wir einfach mal über die neue Generationen uns drüber unterhalten können. Ja. Gut. Ja, dann fangen wir an mit der alten Entwicklung, so wie es früher mal war. Ja. Ich habe ja das, glaube ich, schon ein, zwei Mal erzählt in den Webinaren in den letzten Wochen. Ja, also das Gleitschirmfliegen ist eigentlich vom Fallschirmspringen gekommen. Die Franzosen haben das anscheinend schon in den 60er, 70er Jahre gemacht. Also sind immer mal wieder vom Berg geflogen. Und ja, also mit ihren Flächenfallschirmen und dann in den 80er Jahren, wo das dann so aufgetaucht ist, es waren eigentlich 1:1 Kopien von diesen Flächenfallschirmen und ja, ist halt der Slider weggebaut worden und die Metallteile oben in den Schirmen drin waren nicht mehr dabei. Auch das Material hat sich verändert, aber sonst war es eigentlich eine 1:1 Kopie. Und die Dinger sind natürlich, ja, war eine lustige Zeit. Es war ein anderer Sport, wie es jetzt ist, ja, ganz klar. Aber war eine verrückte Zeit und bin eigentlich froh, dass ich es erleben durfte. Ja, und auch, also von verschiedenen Standpunkten her, also auch als Testpilot, als vielleicht Entwickler auch, ja, dass ich es von der ersten Generation mitgekriegt habe, hat mir sehr viel geholfen. Und so war der Schritt für die nächste Generation fliegerisch für mich nicht mehr so wild. Und ja, habe mich dann eben von Generation zu Generation geangelt. Und ja, wie war das damals? Hat es schon ein Gütesiegel gegeben? Ja, es hat eben auch schon Gütesiegel gegeben. Irgendwann war ja dann die Allgemeinzulassung, weiß jetzt gar nicht mehr, das war dann 86 oder 87. Und davor hat der Deutsche Aeroclub schon Gütesiegel gemacht. Es war natürlich ganz anders wie jetzt, wie man es jetzt macht. Und ich habe damals auch den ein oder anderen Test für den Deutschen Aeroclub gemacht. Das heißt, du, ja, bist einfach geflogen, wurdest von unten gefilmt und dann, ich weiß gar nicht mal, wie sich die genannt haben, von zwei Spezialisten wurdest halt begutäugelt und die haben das dann eben auch kategorisiert. Ja, also das war jetzt weniger der Pilot, der war eigentlich nur der Testroboter und ja, den Rest haben eigentlich die zwei Herren dann gemacht. Und klar haben sie gefragt, und wie war es oder so, aber da hat man noch ein bisschen Einfluss drauf gehabt, aber festgelegt haben das dann eben die Spezialisten. Ja, und zu ein bisschen später, glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ein bisschen später kam dann auch gleich der DAV. Also der DAV war damals noch nicht im DAEC, das war damals noch getrennt. Hat dann auch so langsam angefangen mit dem Gütesiegel. Und natürlich die Schweizer und Franzosen, die haben ihr Afro-Gütesiegel gehabt.
Afnau, so hat es geheißen, nicht? Ja. Und ja, so hat das Ganze dann Schwung aufgenommen. Und ja, Mitte der, ich glaube Anfang oder Mitte der 90er, vielleicht Ferdi, weißt du das noch, wann ist der DAV in den Aeroclub gegangen? Ich glaube, das so. Weit vor meiner Zeit. Ja. Ich sage jetzt mal Mitte, kann mich aber auch täuschen, ja, kann man ja nachlesen. Und da hat dann der DAV eigentlich das ganze Gütesiegel dann gemacht, also auch das, was früher der Deutsche Aeroclub gemacht hat, hat es übernommen. Auch die Drachenflieger, war dann alles in einer Hand. Und ja, und damals hat es nicht LTF geheißen, sondern das hat man einfach ja, lieblos DAV-Gütesiegel genannt. Und ja, das zum Gütesiegel. Ja, zum Gütesiegel selber gab es natürlich auch immer wieder weitere Updates und hat das verändert, wenn man wieder auf neue Sachen gekommen ist, egal ob es der Klapper war, ob man Klapper verschärft hat, Spirale, Fullstall und die negativen. Und damals gab es noch so einen asymmetrischen Fullstall, ganz was Komisches. Ja, das ist dann irgendwann mal rausgefallen. Und ja, und jetzt heißt das Ganze LTF und dann gibt es natürlich auch das EN-Gütesiegel. Das ist, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aus den AFNOR-Gütesiegel entstanden. Du weißt es vielleicht noch von der Wettkampffliegerei her. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt oder nicht. Weißt du da was zufällig, Ferdi? Also ich dachte, dass es quasi aus der LTF mit dann entstanden ist, oder? Dass das sich da so gekoppelt hatte. Ja, ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher, ist doch schon eine Zeit lang her. Aber die haben eben viel die Hochleister zugelassen. Ja. Und da gab es dann auch so, ja, so Zertifikate, ich weiß gar nicht mehr, wie man das genannt hat, so Breitenerprobung. Ja, so, dass das halt dann legal einigermaßen fliegen dürftest. Gut, ja, wie war das dann mit der Entwicklung? Ja, wie gesagt, die erste Generation, die war schon da. Vor den Gleitschirmpiloten war die Generation schon da und ist dann geflogen. Aber dann ging es wirklich bomb richtig los. Ja. Also der erste Schirm, ich weiß gar nicht mehr, das war entweder ein 7- oder ein 9-Zeller, keine Ahnung, also total einfach. Plump hat funktioniert. Der Hochleister davon, der hatte dann schon 2 Zellen mehr. Ja. Und einfach Fläche fliegt, ja. Und durch die 2 Zellen mehr hat er auch mehr Streckung gehabt. Und mit der ersten Generation ist man zum Teil auf die Landeplätze gar nicht mehr so richtig hinkommen. Ich weiß noch, ab und zu am Tegelberg konnte man zwar starten, weil die Rampe, die war zum hoch genug, wenn der Wind richtig angestanden ist. Aber es war nicht sicher, ob du zum Landeplatz kommst. Ja. Mit dem Hochleister von der ersten Generation bist du dann zum Landeplatz gekommen. Aber man hat den Buckel, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt, Borderburg, kann das sein? Den hat man auf jeden Fall umschiffen müssen. Und seitdem gibt es, glaube ich, auch die Regel, dass man um den Ding da rumfliegen muss, obwohl man jetzt 1 Kilometer drüber fliegt, wenn man von oben weg startet. Und ja, und dann kann man auch schon, ja, die nächste Generation und also richtige Ideen von den ganzen Entwicklern, auch Versteifungen drin. Das war alles in der zweiten, dritten Generation, hat man da alles Mögliche ausprobiert. Das, was man jetzt auch immer wieder aufgreift, es gab sogar schon Prototypen mit einem Einfachsegel. Ja, also alles, was man eigentlich jetzt so hat, wurde damals Ende der 80er, Anfang der 90er ja, ganz wild erprobt. Ja. Mal waren es gute Einfälle, die hat man dann weiter benutzt und mal hat man es wieder weglassen, wurden halt dann 5 Jahre später wieder aus der Schulplatte rausgezogen, dann hat man da weiter dran gedoktert. Ja. Und ja, ich weiß noch, ganz am Anfang noch in der ersten Generation hat man gesagt, ja, wenn der Schirm dann mal eine Gleitzahl hat von 4, ist er nicht mehr fliegbar. Und dann gab es eben die anderen, das kann nicht sein, wir wollen mehr. Ja. Und ja, das war dann eine richtig schöne, interessante Zeit. Klar, jetzt so im Nachspann ist immer alles schön. Aber ja, ging dann richtig was weiter. Ja, das
das mal ganz grob zu dem. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr sicherlich Fragen stellen. Ich würde mal sagen, Ferdi, erzählst du ein bisschen was von der Neuzeit? Ja, also heutzutage, vielleicht fangen wir mal so bei der Entwicklung quasi an. Ja, wie viele Prototypen braucht man denn so? Das ist zwar extrem streuend, aber irgendwie, wie war das früher? Wie viele Prototypen hattet ihr früher bei den ersten Schirmen so? Ja, das war die ganze Entwicklung war natürlich irre, ja. Bis du die ersten Schirme hat man ja selber gemacht, ja, bis dann mal so die Produktionen so weit waren in Osteuropa. Zum Teil waren die Produktionen ja auch im Land. Zum Beispiel Kaldermatten hat ja im eigenen Land in der Schweiz produziert. Ja. Also Kaldermatten war ein Mega-Hersteller zur damaligen Zeit. Das war eigentlich so die Nummer eins. Und das waren ganz bunte Schirme. Und sind eigentlich, ja, zu der damaligen Zeit waren sie ihrer Zeit gut voraus. Und was hast du mir nochmal gefragt? Wie viele Protos so quasi? Also Protos, ja. Also ganz unterschiedlich. Also es hängt wirklich vom Hersteller ab. Also es gab Hersteller, die haben schon so, sagen wir mal, 20 oder 30 Prototyp für einen Schirm gebaut, wenn es sein musste. Wenn es natürlich schneller ging, dann eben auch schneller. Und dann gab es halt auch Hersteller, da hatte der zweite Schirm funktionieren müssen, weil einfach die Kohle nicht da war. Ja. Also es war ganz unterschiedlich. Die Entwicklungsteam waren auch unterschiedlich aufgestellt, einmal finanziell, auch vom Manpower her und von den Möglichkeiten, was sie gehabt haben. Also ich würde mal sagen, zwischen zwei Schirmen und 30 Schirme. Und das hat sich dann zum Teil wahrscheinlich bis zu 50 Schirme im Jahr gesteigert. Ja. Und ich weiß ja noch, zu Nova-Zeiten, also gefühlt waren jede Woche ein neuer Proto oder vielleicht sogar zwei, ja, waren dann da. Ja. Ja, also in den Jahren, wo ich jetzt quasi teste, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass es auch extremst schwankt. Manchmal passt der erste Proto schon ziemlich gut. Dann macht man noch ein, zwei Veränderungen und dann lässt man den zweiten Proto quasi nähen und der passt dann. Das kann passieren. Das ist aber dann, glaube ich, immer der Ausnahmeglücksgriff. Und ansonsten muss man halt so lange weiterentwickeln, bis man zufrieden ist. Und das braucht dann so viele Protos, wie es halt dann braucht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich so im Laufe der Jahre, wenn man da mal so eine Statistik sich nehmen würde, tatsächlich so ist, dass heutzutage viel weniger Protos benötigt werden. Ja, ich glaube, du hattest mal erzählt, wie ihr damals, wenn so ein Prototyp dann fertig genäht war, damit umgeht. Ja, wie heutzutage ist es ja, dass der Schirm kommt an und dann gehe ich damit fliegen. Also ich gehe nicht mal mehr auf den Übungshang, außer es ist was ganz Außergewöhnliches, Neues. Aber ansonsten, der Prototyp kommt an und dann geht man direkt an den Startplatz. Und ich glaube, ja, bei euch war das früher anders, oder? Ja, also die allerersten Schirme wurden selbst genäht, ja, und das war natürlich ein Riesenakt. Und bis schon mal die Schablonen fertig waren, ja, bis da das technische Rüstzeug gemacht hast. Das war schon mal irre. Und dann hat man die Schablonen gehabt, dann hat man das Tuch ausgespannt, wurde alles aufgezeichnet, ausgeschnitten, dann vernäht. Also so ein ganzer Schirm, ja, hat sicherlich zwischen 4 oder vielleicht zum Teil 8 Wochen gedauert, irgendwo in dem Schirm. Also es war wirklich in Einzelarbeit, also da war halt die ganze Gruppe dann da, man hat so lange gearbeitet, bis die Augen zugefallen sind. Und dann, wenn du halt wieder aufgewacht hast, schnell was gegessen und dann ging es wieder weiter. Und dann kam endlich der Tag X, wo man zum ersten Mal zum Übungshang konnte. Also wir sind immer zum Übungshang gegangen. Ja. Damals. Also wirklich, das waren so die ersten Schirme. Ja. Später ging es dann, also Anfang der 90er oder so, ging es dann schon schneller. Aber damals war das echt ein richtiger Akt. Ja. Man musste auch erstmal nähen lernen und so weiter. Also das, und Gott sei Dank waren nicht so viele Zellen vorhanden, wie es heute war, weil das wäre unmöglich jetzt, ja, also auf diesem Niveau zu nähen, wie es eigentlich eine professionelle Näherin macht.
Und ja, und dann war es natürlich euphorisch, hast gemeint, der Schirm hat jetzt eine Gleitzahl von 100 und so weiter. Ja, und ja, und dann ging es halt los am Übungsham, wurden da schon Einstellungen gemacht, sodass er halt fliegbar war. Und ja, dann ging das weiter. Da gab es dann Anfang der 90er, gab es eben schon dann Programme, ja, wo man CAD-Programme, wo man das dann am Computer machen konnte. Wie die jetzt alle geheißen haben, weiß ich nicht mehr. Irgendwann kam auch, der Nesler hat dann sein Programm auch mal vorgestellt. Vielleicht kennst du das noch. Das Programm habe ich nie gesehen, nee. Und dann später, ja, ich meine, der Nova Hannes hat ja sein eigenes da entwickelt und gemacht. Und soviel ich weiß, hat der Hannes seine ersten Schirme an der Uni irgendwie da die Möglichkeiten genutzt, dass er da zu den Schablonen kommt. Und ja, und so hat halt jeder dann, ja, in der Entwicklung stand halt, ist dann die Entwicklung in den Teams dann auch gewachsen, was ja ganz wichtig ist und hat sich natürlich auch immer wieder verändert. Und also man entwickelt ja nicht nur Schirme, sondern entwickelt sich ja auch weiter. Und das war richtig interessant, ja, schöne Zeit. Aber mach du weiter, ist dein Part. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Fragen bekommen, dass wir die vielleicht mal mit einfließen lassen. Ich denke, das passt super zum Thema. Es gibt zwei Fragen zum Thema, zu den Protos noch. Einmal würde der Erik gern wissen, wurden die Protos vom Entwickler selber hergestellt oder geschieht das extern? Und der Wolfgang, inwieweit kann Simulation am Computer die Entwicklung unterstützen, beziehungsweise sogar die Zahl der benötigten Protos oder Testflüge reduzieren? Ja, zwei ganz unterschiedliche Fragen, würde ich mal sagen. Also inwieweit, was war die zuerste? Proto selber nähen oder extern? Selber nähen, ja. Also heutzutage näht man am Proto nur, wenn man kleine Änderungen haben will oder denkt, ah, da machen wir mal ein bisschen was. Also das Krasseste, was ich bisher gemacht hatte, war an der Eintrittskante Ober- und Untersegel an jeder Zelle, also vorne an der Eintrittskante, einfach mal einen Schnitt rein und dann wieder überlappt quasi zusammenkleben, um mehr Vorder-Eintrittskantenspannung hinzukriegen. Und dann startet man damit wieder raus, wenn das so zusammengepickt ist. Und das hält meistens. Aber so richtig umfangreich nähen, dass man jetzt sagt, man tauscht da eine ganze Bahn oder das Innenleben irgendwas aus, da geht der Schirm dann meistens zurück in die Produktion. Schon allein deshalb, weil man das gar nicht so genau quasi hinbekommt. Da braucht man dann viel genauere Maschinen, als das hier zumindest bei uns rumsteht. Ja. Ich denke, früher, das hast du ja schon gesagt, Jürgen, du warst halt teilweise wirklich so, dass ihr die selber genäht habt, oder? Ja, aber nicht lang. Also es wurde dann schnellstmöglich natürlich ausgelagert, klar. Aber so ein Prototyp, bis der da war, hat natürlich Zeit gekostet, aber trotzdem war es dann immer noch schneller. Ja. Dann ist man da halt mit Zack und Pack hingefahren mit den ganzen Schablonen, wo man gemacht hat und war halt dann 2 Wochen oder wie lang zum Beispiel in Ungarn, ja, und hat halt dann versucht, den neuen Schirm zu basteln. Aber dann hast du schon die Näherin gehabt, die konnte nähen, den ganzen Umgang, aber es hat dann auch gedauert. Ja. Alles, was nicht in der Produktion ist, sondern außerhalb ist, braucht einfach mehr Zeit. Ja. Also wenn es nicht im Verfahren drin ist. Also das hat man dann ziemlich schnell mal. Es gibt vielleicht noch Hersteller, so ganz kleine Hersteller, die das wirklich daheim gemacht haben. Ja. Ich habe jetzt, war ja nicht überall tätig, aber so wie ich das genannt habe oder erfahren habe, haben es die meisten dann zumindest dahin ausgelagert, wo dann schon Professionelle unterwegs waren. Ja, das Zweite war, glaube ich, die Frage nach der Software, oder? Oder Jürgen, wolltest du noch was sagen? Sorry. Nee, passt. Alles gut. Also bei der Software ist es, glaube ich, so, was ich jetzt so mitbekommen hatte, dass tatsächlich auf dem Markt die meisten Hersteller mehr oder weniger eine Software verwenden, die ein Australier programmiert hat. Und wenn man irgendwas ergänzend braucht, dann schildert man dem das und der programmiert das dann schnell mit in die Software rein. Und dann gibt es halt ein paar Eigentüffler, wie zum Beispiel den Hannes Papisch oder auch andere, die ihre eigene Software haben oder irgendwas anderes genutzt haben als Grundbaum und dann was da zusätzlich drauf programmiert haben, um dann zusätzliche Simulationen zu machen. Und
Also die Testpiloten wird es, glaube ich, immer noch geben, weil man kriegt das aktuell auch noch nicht hin, diese extreme Flexibilität sozusagen. Also sobald man irgendwie Deformationen mit Klappern oder sowas, da kriegt man gar nichts hin an Simulationen. Was man sehr gut mittlerweile hinkriegt, ist tatsächlich, dass man im Vorfeld den Schirm mit den Materialeigenschaften quasi simuliert und dann tatsächlich schon sieht, wo wird der Schirm denn seine Falten bekommen. Und dann ist häufig so, dass in der Realität dann auch dort die Falten sind. Und dann muss man halt mal gucken, sind die jetzt so stark, dass sie tatsächlich richtig störend sind, optisch als auch aerodynamisch. Und wenn nicht, dann lässt man es halt so. Und da muss man immer mit, ja, weil sonst muss ich halt nochmal eine extra Leine investieren, das kostet dann wieder Leistung. Und so muss man da immer abschätzen, dass man halt sagt, naja, ein paar Falten sind okay oder ein paar Falten nicht. Ja. Dann, der wollte, glaube ich, auch über die Simulation was wissen. Klar, versucht man immer mehr zu simulieren, aber ist natürlich begrenzt in der kleinen Szene. Also wenn man jetzt da die Formel 1 hernimmt, die haben natürlich können aus ganz anderen Töpfen schöpfen, ja, um wirklich super Simulationen zu machen, aber trotzdem kommen sie über das normale Testen nicht hinaus. Ja. Können Sie jetzt nicht abschieben, sondern das normale Testen brauchen Sie und das ist ganz wichtig. Ja. Und eigentlich bei uns in der Firma auch. Ja. Also nur allein ein Simulationsprogramm reicht nicht aus, ja, sondern es muss ja immer mit dem Abgleich, das, was man draußen testet, stimmt es noch mit der Simulation, was ein Computer ist, ja, dass man das immer wieder abgleicht. Und das ist richtig Arbeit. Ja. Also so, dass der Schirm auch 1:1 in der Simulation auch so steht, wie er in Natura steht. Und also das bedarf auf jeden Fall viele Flüge, jetzt nicht nur Testflüge, sondern auch Fotoflüge, wo man das Ganze fotografiert und sich anschaut, um zu wissen, ob das baugleich ist mit dem Schirm, wie der im PC dran ist. Ja. Und das ist Arbeit. Ja. Also zu glauben, nur die Simulation macht's aus, das geht sicherlich nicht. Ja. Und da gibt es sicherlich super, also zum Beispiel der Hannes, ja, der macht da viel. Das ist auch so wie vom Typ her, ja, ist er natürlich da sehr gut aufgestellt. Aber so Programme und auch so Computer, man braucht ja auch die Computerleistung, kostet natürlich irre viel. Und die Szene muss das erstmal herbringen, um, sagen wir mal, auf einem sehr hohen Niveau zu kommen, dass man so virtuelle Windkanäle sich dann bastelt und damit dann eben auch klarkommt. Also in der Formel 1, was ich weiß, sind ja die Läufer des Tag und Nacht durch. Ja. Und dazu haben sie ja, glaube ich, auch noch richtige Windkanäle. Ja, und sind dann bitter enttäuscht, wenn dann ihr Auto in dem Jahr nicht richtig funktioniert. Ja. Also es ist es ist richtig Arbeit und es ist nicht einfach so, dass die Simulation auch mit dem Schirm, den man draußen fliegt, auch hilf mal weiter. Übereinstimmt. Ich glaube, das Hauptproblem ist halt einfach, wir haben da was Flexibles über uns. Man kann zwar mal so einen Impuls quasi draufgeben und gucken, ob sich der Schirm eher aufschaukelt oder ob er sich wieder von selber stabilisiert. So Geschichten kann man schon machen und das Ganze dann dreidimensional betrachten. Aber alles darüber hinaus, ob der Schirm jetzt eher sacken würde früher oder sonst wie, das wird dann alles schon sehr, sehr komplex. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Man kann vielleicht schon in der Simulation, dass man verschiedene Profile und Flügel testet und da, sagen wir mal, das Beste, was die Simulation rausschmeißt, dass man das dann hernimmt und entwickelt, zusammenbaut und dann fliegt, da hilft es natürlich auch. Ja? Dann braucht man es nämlich nicht draußen alles testen, aber die Testerei wird, so wie der Ferdi gesagt hat, die wird es weiterhin geben. Ja, okay. Gut, also wir haben relativ viele Fragen bekommen. Wenn es für euch passt, würde ich die jetzt einfach mal mit euch abarbeiten. Ja. Und dann kommt sicher noch die eine oder andere. Vielleicht noch ganz kurz, Jürgen, zu der Geschichte. Du hast vorhin mal was
angesprochen wegen der Gleitzahl 4. Da wollte Erik wissen, warum sollen Schirme mit Gleitzahl 4 und mehr nicht mehr fliegen aus damaliger Sicht. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erörtern oder erläutern. Ja, ich meine, damals haben halt die ersten Schirme eine Gleitzahl gehabt von 2,5 wahrscheinlich, ja, und hat halt geglaubt, okay, wenn man jetzt so viel reinsteckt oder so, sind sie halt nicht mehr fliegbar, ja. Also alles, was noch in der Zukunft liegt, tut man sich natürlich schwer, sich vorzustellen. Und das hat ja auch nicht jeder gesagt, dass so ein Schirm nicht mehr fliegbar ist, ja. Es gab ja schon genügend Entwickler, die weit vorausgedacht haben, auch mit Verstärkungen, mit so, dass man wirkliche Flügel da oben hat. Es gab ja auch Verstärkungen, die sind quer, also quer über die ganze Spannweite war der Verlauf. Also jetzt nicht nur in der Tiefe, ja, also dem Profil entlang, sondern auch hier, das wurde versteift. Ja. Und zum Teil über Stangen, über Spiralen, dann gab es auch schon Tubes, ja, wo man es aufgepumpt hat, dann Ventile und so weiter. Also die ganzen Ideen, mit denen man heutzutage spielt, waren eigentlich damals schon da. Ja. Man hat es halt vielleicht noch nicht so ganz gut umgesetzt oder gar nicht umgesetzt und vieles ist vielleicht jetzt erst wieder aus der Entwicklerschublade rausgekommen. Aber die Vorstellung von manchen, die war denen ja einfach viel zu heiß, ja. Was man da reinstecken musste, wie die Flügel dann ausschauen, und das sollte dann auch noch safe sein. Ja. Also es muss ja auch wachsen. Ja. Dass das im Kopf reift und dass man Sicherheit hat, dass es auch fliegbar ist und so weiter. Und manche haben halt einfach gesagt, okay, Gleitzahl 4 wird sich nicht ausgehen. Ja. Okay. Du hast es eh gerade schon jetzt so ein bisschen auch noch schon angesprochen. Die zweite Frage vom Erik war dann noch, wie werden Versteifungen gemacht, beziehungsweise wie schaut so etwas aus am Schirm und was bewirken sie? Könnt ihr da nochmal drauf eingehen? Ja, fertig, fang mal an. Ja, also Versteifungen beim Schirm, was nutzt man heutzutage? Die Stäbchen ja hauptsächlich, würde ich mal sagen. Und dann nutzt man ab und zu noch irgendwie Mylar oder macht dann an manchen Stellen zusätzliche Verklebungen. Die meiste Steifigkeit in den Schirmen kriegt man tatsächlich durch die Vektorbänder. Das sind diese Bänder, wenn ihr nach oben schaut in euren Schirm, wo man dann so einen Schatten quasi so einmal komplett durchsieht. Darüber holt man quasi die Zugkraft, verteilt man da schön auf den ganzen Schirm. Und dann kann man dadurch, dass das Untertuch sozusagen oder auch am Obersegel, also das ist das Vektorband, so ausbeult. Das sind dann unser Ballooning, ja, hier unsere Beulen, die wir da oben haben. Darüber kann man dann ziemlich viel einstellen, wie flexibel und wie weich der Schirm oder wie hart der Schirm werden soll. Ein bisschen Ballooning braucht er immer. Und darüber holt man sich dann, also es ist sehr komplex, aber es hängt dann, man darf dann immer nicht nur das ändern, sondern muss man auch wieder ein bisschen das Profil anpassen, also sehr, sehr komplex. Und diese Stäbchen, die holt man sich eigentlich überall da, wo man in irgendeiner Weise was hat, was zusammenschiebt. Also über die Ebenen sozusagen, wenn ich da jetzt zwei Ebenen zum Beispiel habe bei einem Zweiliner, dann würde eigentlich der Schirm ziemlich gerne dort zusammenschieben. Ja? Diese Gabel, die möchte wieder zusammen. Wenn ich da dran ziehe, möchte die wieder zusammen. Und das muss ich irgendwie hinkriegen, dass hier ein Druck entsteht, der das Ganze aufspannt. Und wenn da der Innendruck sozusagen nicht ausreicht, den ich mir hole, indem ich das Profil zum Beispiel dicker mache, kann ich das machen, oder eben mehr Ballooning mache, dann muss ich halt zum Beispiel auch noch mit Stäbchen arbeiten. Oder wenn ich blöde Falten habe an der Eintrittskante oder sowas, oder es im Gas das Ganze eindrückt, dann kann ich darüber auch mehr Stabilität in den Schirm holen. Jürgen, magst du noch was ergänzen? Ja, ich meine, das ist ein uferloses Thema. Ja. Also so ein Schirm, das ist wie eine Brückenkonstruktion. Ja. Also durch die ganzen Innereien im Schirm. So ein Schirm hat ja, glaube ich, 1000 oder 2000 Teile, ja, also sehr viel, so dass das auf jeden Fall hält. Also es ist nicht nur Ober- und Untersegel, sondern die zwei Segel werden natürlich hauptsächlich gehalten durch die Rippen, aber durch die ganzen Brückenkonstruktionen kriegt er hauptsächlich die Steifigkeit. Hängt natürlich auch viel ab, ja, vom Profil. Einmal die Dicke, klar, auch wie man die Nase gestaltet, wo die Nase
ist und wie die einzelnen Aufhängungen sind. Und natürlich das Ballooning ist so wahrscheinlich so mit das größte Geheimnis bei den Herstellern, das wo auch wirklich gehütet wird, dass das nicht nach außen dringt, weil oben anders Ballooning wie unten, hinten anders wie vorne, außen anders wie in der Mitte. Und also gibt es Millionen von Möglichkeiten. Und man hat da zig Schrauben, wo man stellen kann. Und wenn man glaubt, okay, das war jetzt bei dem Schirm super, was man da erreicht hat mit diesen Stellschrauben, ja, bei der nächsten Entwicklung, wo man wieder einen Schritt nach vorne geht, wo man wieder einen Schritt Richtung Neuland geht, kann schon das eine oder andere oder vielleicht alles wieder ganz anders sein. Ja. Also so ein, selbst wenn man jetzt moderne Mittel hat zu entwickeln, es bleibt immer noch versuchen, ja. Auf einem höheren Niveau halt, wie es vielleicht ganz am Anfang war. Aber schlussendlich ist es immer Versuch und Irrtum. Und das macht es ja eigentlich auch interessant. Ja. Wenn Pech hast, ja klar, dann geht so eine Entwicklung natürlich zäh und dann am Jahresende sollte man normalerweise fertig sein, die ganzen Entwickler mit dem Gütesiegel, so dass man ja, Marketingabteilung alles schon vorbereiten kann, so dass man die Dealer da benachrichtigen kann oder so. Aber manchmal geht es halt anders, auch wenn man das geplant hat, dass man da fertig ist. Manchmal wird man da eben nicht fertig und dann zieht sich. Dann merkt man schon, der Stimmungsparameter fällt so langsam, ja, intern in der Firma und versucht halt dann so gut wie möglich, so schnell wie möglich den besten Kompromiss zu finden, den man sich vor einem Jahr oder wann man auch immer das Projekt geplant hat, da hinzukommen. Und ja, und zum Schluss macht man halt dann das Gütesiegel. Aber es funktioniert nicht immer so, wie man sich es eben dann vorstellt. Ne? Okay, Ferdi. Naja, ich wieder. Ja. Es kommen immer mehr Fragen. Sehr gut. Der Matthias würde gerne wissen, oder könnte das, also ich denke, jeder Gleitschirmflieger hört die Begriffe immer. Viele können sich wahrscheinlich wirklich nichts darunter vorstellen. Mal auf die Begriffe Sharknose, Ballooning und 3D-Shaping eingehen. Vielleicht das mal kurz erklären, um was es da so grob geht und warum das so toll sein soll. Ich glaube, Ballooning haben wir gerade so ein bisschen erklärt, ist wie gesagt mit das Komplexeste, glaube ich, wo man sehr viel Feintuning betreiben kann. 3D-Shaping ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wenn man, haben wir da noch irgendwas Rundes? Wenn man zwei runde Flächen hat, ja genau, ich mache das einfach kurz einmal leer. Ja. Wenn man zwei runde Flächen, oh ja, jetzt wird es schwierig. Sonst schalten wir das schnell aus. Wenn ich zwei runde Flächen habe, Moment, wir machen kurz den Hintergrund aus, dann seht man mehr. Kein Billigstück. Moment, so, jetzt hat. Kann ich was zeigen. Also, wenn wir zwei runde Sachen haben, dann kann ich die jetzt ein bisschen schwierig aneinander nähen, oder? Wenn ich dann aber was Flexibles habe, dann kann ich plötzlich dieses Teil hier quasi so trotzdem irgendwie festnähen. Und dadurch kriege ich ein dreidimensionales Objekt. Und das ist das, was man an der Eintrittskante, wo man ja so eine richtige Rundung hat, eben braucht, dass man da runde Sachen quasi trotzdem aus geraden Flächen hinbekommt. Ja, also man kann dadurch Material zugeben, dass nicht versteckte Spannungen in den Flügel reinkommen und vielleicht das Profil in der Tiefe zusammendrückt, ja, oder vielleicht sogar von oben auch nach unten, um dass der Schirm eben so steht, wie er eigentlich im PC ausschaut. Ja. Das hilft mit dem 3D-Shipping und eben auch das Ballooning. Ja. Wenn ich jetzt eine Zelle habe, durch die das aufgehängt ist, hat die immer das Bestreben, ja, den Druck auszudehnen und auch die Last. Also sie schrumpft ein bisschen zusammen, ja, und das kann man über das Ballooning oder sie zieht auseinander, je nachdem, wie der Zug gerade zusammenkommt oder zustande kommt. Und das kann man über das Ballooning ausgleichen, ja, sodass keine versteckten oder nicht, sagen wir mal so, keine nicht gewollten Spannungen am Flügel Oberseite, Unterseite, vorne, hinten,
ja, den Flügel beeinträchtigen oder benachteiligen. Und das macht oftmals eben, ist dann das Geheimnis, warum dann vielleicht ein Flügel super ist oder weniger super. Ja. Zeichnet sich dann auch aus, vielleicht sogar am Extremflugverhalten, jetzt nicht nur beim Gleiten und Schnelligkeit, und sondern manchmal, also das hat auch großen Einfluss auf die Extremflugmanöver oder über einen Sackflug oder sonst was. Ja. Gut, was war dann noch? Die Shark Nose. Ja, solche schönen Flickst du ja. Ja, genau. Also die Shark Nose ist eigentlich entwickelt worden die braucht man hauptsächlich nur im Schnellflug, also wenn es dann richtig schnell wird. Und dass ein Gleitschirm eben diese hohen Geschwindigkeiten kann, aber trotzdem auch noch die langsamen Geschwindigkeiten. Umkehrschluss quasi, wenn ich jetzt ein Schulungsgerät habe und da eine Shark Nose einbaue, dann bringt mir das gar nicht so viel, weil tatsächlich bei den niedrigeren Geschwindigkeiten hat die Shark Nose nämlich nur Nachteile aerodynamisch. Aber bei den hohen Geschwindigkeiten, das hat dann was mit Druckpunktwanderung und den richtigen Staudruck zu erwischen zu tun. Das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen weit, aber da gab es mal einen DRV-Info-Artikel, könnt ihr bestimmt in der DRV-Infosuche nachschauen im Archiv. Aber da mit hat es zu tun. Und man sieht es eigentlich deshalb, es gab da eine Zeit lang, wo die Shark Nose so richtig berühmt wurde, wo das in jedem Schirm einfach richtig markant verbaut wurde. Und jetzt merkt man so langsam, dass es immer nur noch so ganz ein bisschen angedeutet ist. Einfach deshalb, weil es sich nur bei sehr hohen Geschwindigkeiten richtig rentiert. Ja, das ist mein Wissensstand. Aber ich bin ja nur der Testpilot. Ja. Nee, gut erklärt. Und das war ja auch der Sinn des Ganzen, ja, dass die Kappe einfach stabiler ist, dass es sich eben nicht verformt oder zumindest mal so verformt, wie sich das der Entwickler vorstellt, sodass der Staudruck innen gehalten bleibt, sodass der Flügel im Schnellflug stabiler wird. Ja. Für einen Langsamflug ist jetzt die Shark Nose nicht geeignet. Ja. Okay, dann geht's weiter. Die Charlotte würde gerne wissen, auf welchen Techniken die ganze Entwicklung quasi aufgebaut wurde, hauptsächlich vom Fallschirmspringen quasi oder auch aus dem Flugzeugbau. Ja, also es gab ja schon die Fliegerei, klar. Die Konstrukteure sind da inspiriert worden von Segelfliegern, von Drachenfliegern. Viele kamen ja vom Drachenfliegen rüber zum Gleitschirmfliegen. Die Profile sind ja bekannt. Das ist ja jetzt nichts Neues. Man hat sich ja eigentlich nur die Möglichkeit schaffen müssen, die ganzen Profile, was man so weiß und gesehen hat, dass man die auch mal in den ganzen Prototypen ausprobiert. Ja. Und da gab es dann schon relativ früh so kleine Simulationsprogramme, wo man die Profile durchtesten konnte. Ja, wo man schon schauen konnte, wie ist das Profil im Abriss, wie sind die ganzen Leistungsdaten und so weiter. Also solche kleinen Simulationsprogramme gab es eigentlich schon ja, Anfang der 90er, so was ich jetzt noch weiß. Und mit denen haben eigentlich, sagen wir mal, die renommierten Hersteller haben damit auch schon ja, gearbeitet. Ferdi, weißt du noch was? Passt soweit. Ich glaube, die Frage war beantwortet, oder? Ich denke schon, ja. Sonst, wie gesagt, Charlotte, einfach nochmal nachhaken. Dann würde der Frank gern wissen, ich nehme mal an, dass 99% der Gleitschirmpiloten zum Spaß fliegen und keine Wettbewerbe bestreiten. Rechtfertigt sich vor diesem Hintergrund die Unmenge von verschiedenen Schirmtypen? Merkt man überhaupt essentielle Unterschiede? Ist das nicht wie Skoda-Fahren versus VW-Fahren? Naja, VW und Skoda ist ja eins. Also auch das gab es schon in der Gleitschirmszene, dass kooperiert wurde und quasi der gleiche Schirm, und das gibt es auch noch heute, der gleiche Schirm einfach mit ein bisschen anderem Design verkauft wird. Ist ja auch kein Geheimnis, also zum Beispiel jetzt die U-Turn-Schirme
und die Wassergruppe Papillon Paragliders sind 1:1 die gleichen Gleitschirme. Und irgendwann fängt es dann an, dass so ein bisschen Geschmäcker sich quasi unterscheiden. Genauso auch war meines Wissens das Ganze bei Independence und Skyman, wobei die Schirme sich mittlerweile schon unterscheiden. Und ich glaube schon, es wäre ja langweilig, wenn es auf dem Markt nur noch einen Schirm gibt und dann passt der Schirm vom Handling her nicht oder hat mehr Steuerdruck, der andere mag weniger Steuerdruck. Und so gibt es halt die Unterschiede und ich glaube, das ist schon gerechtfertigt, dass es da unterschiedliche Schirme gibt. Ja, so Kooperationen gab es auch schon ganz am Anfang, ja, wo ich weiß bloß noch mal, wie die Firmen alle geheißen haben. Schon so lange her. Ja. Und wo 1:1 Kooperationen eben andere Hersteller verkauft haben. Ich meine, man darf eins nicht vergessen, die Gleitschirmbranche ist eine ganz kleine Branche. Es sind die PMA hat, glaube ich mal, also der Herstellerverband hat mal vor 10 Jahren oder ist noch länger her, ich glaube 10 Jahre, mal so eine Umfrage gemacht über einen Notar, wo jeder Hersteller, der da drin war, seine ganzen Verkaufszahlen da eingegeben hat. Und bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, bin da also nicht ganz sattelfest, aber ich glaube, das waren mit den Motorfliegern so um die 150.000, 160.000. Ja? Also wenn man die Motorflieger jetzt noch abzieht. Piloten das, oder Schirme, die pro Jahr verkauft wurden? Piloten. Also Schirmverkauf war viel weniger. Da waren sie sich nicht ganz einig. Ich glaube, das waren so zwischen 17.000 und 28.000. So in dem Bereich, ja, an Neuschirmen, die man verkauft hat. Ja. Also und mit diesen verkauften Schirmen müssen dann eben die 20, 30 Hersteller und die Flugschulen mehr oder weniger alle satt werden und eher Wasser und Brot verdienen. Ja. Und dann sieht man schon, ja, also die Branche ist minimalist. Ganz wenigen geht es ganz gut, den meisten anderen ja, geht halt. Aber ist so wie die Branche entstanden ist, ja, aus Liebhaberei, ja, so lebt es vielleicht nicht mehr ganz so wie früher, aber also wenn einer wirklich reich werden will, dann darf er weder Testpilot noch Fluglehrer werden. Aber glücklich dafür, bitte. Also immerhin. Vielleicht noch zu dem, jetzt gar nicht so aus Testpiloten- und Konstruktionssicht, aber jetzt mal aus Fluglehrersicht. Also ich finde schon, dass man sehr viele Unterschiede merkt, schon allein beim Startverhalten. Also ich glaube, es gibt einfach Startkrücken, gerade auch bei der Schulung, wo sich die Leute echt schwer tun. Und dann gibt es einfach Schirme, die sauber hochkommen. Und schon allein da merkt man Unterschied. Oder was wir vorher gerade angesprochen haben, Bremsdruck oder Steuerwege. Es ist ein Unterschied, ob ich hier oben steuere oder ob ich irgendwo hier unten steuern muss. Und das sind einfach auch unterschiedliche Gewohnheiten. Natürlich, man hat sich's angewöhnt oftmals und auch Geschmäcker. Und dann gibt es natürlich Leichtschirme, für die halt das eher sportlich betreiben, so wie der Ursprung mal, glaube ich, war. Oder die es jetzt halt so, ich sage jetzt mal, normal betreiben, wie die meisten Piloten mit der Bahn hochfahren. Und aber zum Verhalten vom Schirm bin ich schon der Meinung, dass man sehr wohl Unterschiede merkt. Und jetzt einfach aus Fluglehrersicht, wir haben oft diese Frage, Anfänger kommen, wir wollen die verschiedenen Schirme anbieten, weil die sich ja entscheiden sollen, was sie kaufen. Und dann sagen sie immer, ja, aber ich bin Anfänger, ich spüre das nicht. Und ich bin schon der Meinung, und danach bestätigen das auch die meisten Schüler, dass sie sehr wohl einen Unterschied gemerkt haben. Also ich denke, dass es da schon markante Unterschiede gibt, die kann man vielleicht als Anfänger oder auch als Normalpilot gar nicht in Worte fassen, so wie das jetzt zum Beispiel Jürgen und der Ferdi sagen können, das liegt an der Bremse oder das liegt an dem oder dies oder das. Aber man hat so ein Gefühl und deswegen würde ich schon sagen, dass es da die Berechtigung für diese vielen verschiedenen Schirme gibt. Ja, und es hängt natürlich auch davon ab, mit welcher Brille man da drauf schaut. Ja? Ist es jetzt die Sicherheitsbrille oder einfach das Fluggefühl, was man vielleicht vom letzten Schirm, den man jetzt über 3-4 Jahre geflogen hat. Ja? Und oftmals checkt man dann eigentlich erst, wenn es mal richtig abgeht in der Luft, ob er da ist doch anders, ja? Wie mein Alter. Und also ist natürlich ein großes Thema. Klar, es sind alles Gleitschirme,
hoffentlich fliegen auch alle, aber jeder Gleitschirm hat seinen eigenen Charakter und diesen Charakter merkt man auf jeden Fall. Ja. Ob ein der Schirm dann eben liegt oder nicht. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, besser oder schlechter, also so das Schwarz-Weiß-Denken, das lassen wir heute mal weg, sonst wären wir dann nicht mehr fertig. Aber auch, sag mal, vom Thema Sicherheit. Ja, Sicherheit ist jetzt, sag mal, jetzt so der Europäer macht die Sicherheit oftmals eben nur am Gütesiegel fest. Und Gütesiegel ist nur ein Teilbereich, ja, von der ganzen Sicherheit. Ja, wenn man jetzt einen Franzosen fragt oder einen Schweizer fragt, ja, was ist für dich ein sicherer Schirm? Oder wenn er dann sagt, hey du, den Schirm kann man ja gar nicht stolen, der ist ja super gefährlich. Ja, das interessiert jetzt einen deutschsprachigen Piloten weniger, ja, als ein Österreicher, Deutscher. Ja, den interessiert das weniger, ob man den Schirm jetzt gut stolen kann oder nicht, ob er besser dafür geeignet ist. Aber durch das, dass halt die Franzosen oftmals im, ja, leistungsmäßig unterwegs sind, Streckenflug, ja, oder Wettkampf oder sonst was, oder auch Freestyle-Acro-mäßig, ja, und da ist es eben schon für den Piloten vielleicht dann wichtig, dass der Schirm zuverlässig streut, ohne dass er große Schwierigkeiten macht, ja. Da ist auch eine Art von Sicherheit. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber nur da kann man es vielleicht dann festmachen. Ja. Oder wenn man sagt, ja, bei ruhigen Bedingungen, in leichter Thermik, ja, super zum Fliegen. Ja. Könnte aber dann sein, dass wenn es dann richtig abgeht, ja, und wenn der Schirm vorher super zum Fliegen war, dass dann plötzlich die Steuerdrücke weniger sind oder viel weniger oder überhaupt gefühlt gar nicht mehr vorhanden ist. Und das ist auch eine Art von Sicherheit, ja, wenn der Pilot dann trotzdem bei heftigen Bedingungen immer noch guten Kontakt zur Kappe hat oder wenn sich die Kappe extrem bewegt und immer wieder einklappt und so weiter. Also Sicherheit kann man von vielen verschiedenen Seiten anschauen und jeder hat so seine Einflüsse, seine Erfahrungen und auch Handling, ja. Klar will jeder ein gutes Handling, aber was heißt es schon, gutes Handling, ja? Das ist wichtig zu definieren, was ist für mich ein gutes Handling und noch, was ist dann ein gutes Handling beim A-Schirm? Schaut dann sicherlich anders aus wie beim D-Schirm, ja? Und so weiter, auch mit Steuerdrücke, Abrisse und so weiter. Also es ist ein irres Thema und wie gesagt, das Gütesiegel ist dann nur, ich würde mal sagen, wenn man einen schönen Schirm fliegt, also einen möglichen schönen Schirm fliegt, ist das Gütesiegel da nur ein kleiner Teilbereich von dem ganzen Sicherheitsthema. Oder Ferdi, wie siehst du das? Ja, also ist, glaube ich, eher auch eine Frage, inwieweit die Testberichte repräsentativ sind. Ja, also was der Jürgen da quasi gesagt hatte, das gibt es ganz bekannt quasi, zum Beispiel, dass manche Hersteller einfach dahergehen und sagen, sie bauen ihre Schirme bewusst sehr steif. Dadurch spürt man die Luft direkter, die Schirme klappen etwas später, aber wenn sie dann klappen, dann halt gleich richtig heftig. Aber ich habe noch Zeit zum Reagieren. Und da sagt man einfach, das ist super, das ist ein richtig guter Schirm. Warum? Weil wenn ich ein bisschen aktiv da eingreife, dann fliegt der Schirm und ist richtig safe. Wenn ich aber nichts mache, dann wird der Schirm richtig aggressiv werden, weil er halt so steif ist und heftig reagieren. Und das ist dann quasi das, was bei der Zulassung einen Schirm schlechter werden lässt. Und der andere Schirm, der sehr, sehr weich ist, der wird da besser abschneiden, also bei den normalen Zulassungsmanövern. Aber halt in Natura wahrscheinlich schon viel früher einklappen und einfach aus dem Nichts einklappen. Und da muss man halt die Balance finden, dass die Leute, die sehr auf die Testberichte achten, trotzdem noch mit dem Schirm zurechtkommen und den Schirm quasi kaufen wollen. Und die Leute, die sagen, hey, ich mag jetzt das Optimum und der Schirm, der soll in der Praxis richtig geil fliegen, dass das auch passt. Und dann dafür gibt es ja immer mehr auch dann die Testberichte von Piloten für Piloten quasi, die ja auch immer mehr genutzt werden, die dann versuchen, das Fluggefühl ein bisschen zu beschreiben in ihren Worten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, sobald es dann ein bisschen zu kommerziell wird quasi, dann dürfen die ja irgendwann nicht mehr was Negatives schreiben, sonst kriegen sie zum Beispiel keine Schirme mehr oder keine Anzeigen mehr oder sonst was. Ja, das kennt man aber in der Szene, dass das leider so ist. Und dann hilft es quasi dieses Rumhören
unter den Leuten, die so ein bisschen in der Szene verankert sind, um Informationen über den Schirm rauszukriegen. Und letztendlich, sage ich immer, bringt es alles nichts, weil es muss für dich passen. Und wie wir es jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt hatten, es ist tatsächlich so, dass die Schirme dürfen unterschiedlich sein und es gibt kein, das ist das Beste, sondern es muss das Beste für einen selbst sein. Ja, das nutze ich vielleicht auch nochmal ganz kurz für den einen oder anderen wegen diesen Testberichten, was der Ferdi gerade gesagt hat. Also der Pascal Porin hat ja da jetzt auch angefangen. Klar, jeder Testbericht ist eine subjektive Wahrnehmung. Also jeder, der was anderes sagt, glaube ich, kann nicht stimmen, weil das sagt einfach der Pilot. Der Pilot reagiert intuitiv, wie auch immer. Aber zum Beispiel die Flying Manuals von Pascal Porin, würde ich jetzt mal sagen, so was ich gesehen habe, sind so gut, dass subjektive Testen objektiv gehalten werden kann. Und falls euch das mal interessiert, die kann man dann eben sich auch, wenn man sich für den Schirm interessiert, kann man sich dann da auch zulegen und einfach dann noch mal ein paar mehr Informationen, wie jetzt rein das Textgeschriebene, die Testberichte oder so, sich mal anzuschauen. Da kriegt man noch mal ein bisschen mehr Gefühl für den ganzen Schirm und so weiter. So, machen wir weiter mit den Fragen. Ich glaube, das sind so viele. Naja, so viele sind es gar nicht mehr. Okay. Das ist überschaubar. Der Wolfgang. Welche Maßnahmen werden getroffen, um Verhalten und Qualität eines Schirms in der Serienproduktion konstant zu halten? Kann man das schon in der Schirmkonstruktion oder Materialauswahl positiv beeinflussen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz, dass man... Es ist immer ein Risiko, wenn man neues Material hernimmt. Manche Hersteller testen das dann erstmal bei Kites, ja, wie, oder in anderen Bereichen, wie sich so das Material verhält. Zum Beispiel Skywalk macht das so. Ja, also wenn die ein neues Tuch haben, dann bauen die das erstmal in einen Kite rein, nudeln den so richtig her im Wasser und testen den natürlich auch, ich sage mal, in Anführungszeichen wissenschaftlich, indem sie halt den raustun, dass der so und so viel Sonnenstunden ertragen muss und auch Regen und weiter. Und wie schaut es aus mit der Dehnung? Ja? Bei manchen Segeln ist es ja ganz gut, wenn man ein bisschen Dehnung hat, ja? Aber bei einer Rippe oder so wäre es jetzt nicht so gut, ja? Oder bei einer Querrippe, die dann sich dehnt. Und ja, und das wird auf jeden Fall vorher getestet und wenn man da drüber hundertprozentig Bescheid weiß, wie das Material ist, ist es natürlich super. Das gleiche bei Leinen. Ja. Leinen natürlich auch, ist immer ein Thema. Und wie war noch die Frage, Jenny? Genau, wie... Genau. Und dann natürlich der Schirm selber. Ja. Und das ist dann die Frage, hat man den Schirm jetzt beim Gütesiegel gerade so durchgekriegt, ja, dass halt dann bei dem Schirm noch funktioniert hat, ja, wenn wir jetzt so eine Ebene haben, darüber ist der rote Bereich und drunter ist der grüne Bereich, wo es Gütesiegel und Fliegen alles okay ist. Und wenn aber die Spitze schon leicht in das Rote reinreicht, dann kann man davon ausgehen, dass man wenig Toleranz hat für die Serie, ja, dann kann es eben sein, weil jeder Schirm ist ein bisschen anders, ja, dann kann es eben sein, dass man in der Serienproduktion Riesenprobleme hat, weil das Gütesiegel gerade so funktioniert hat und wenn man da halt dann ein bisschen daneben liegt von den Toleranzen, dann tut man sich schwer. Die Produktionsstätten selber, die machen natürlich sehr viel dafür, um dass die Serien Beständigkeit gut ist. Ja? Also der ganze Ablauf in der Produktion, also zumindest mal bei den guten Produktionen, die machen eigentlich bei fast jeden Abschnitt, jeden Arbeitsabschnitt Checks, ob das noch in der Toleranz drin ist oder nicht. Also sollte nicht so sein, dass die den Schirm komplett zusammennähen und dann vermessen sie die Kappe. Also ich meine jetzt nicht die Leinen, sondern wirklich die Kappe und merken dann, hoppala, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Also in den ganzen Ablauf von der Serienproduktion werden immer wieder Checks gemacht, ob es noch stimmt oder nicht, um dass man eben sofort eingreifen könnte, falls man merkt, hoppala, bei dem Näher oder so oder Näherin haut das nicht so hin.
Und dann kann man da eben frühzeitig eingreifen. Und natürlich am Ende wird der Schirm auch dann vermessen. Also jetzt wieder nicht die Leinen, sondern wirklich der Schirm. Ob er dann in der Toleranz, die Toleranz hat oder nicht, die er eben haben sollte, die der Hersteller da vorgibt. Die ganzen Produktionsstätten sind auch klimatisiert. Das heißt, die haben immer die gleiche Temperatur, weil das Tuch ist natürlich sehr stark temperaturabhängig, so dass man immer bei der gleichen Temperatur die Tücher misst. Sie werden auch frühzeitig ausgelegt, ja, weil wenn die so auf der Rolle drauf sind, dann müssen die erstmal plan liegen, sich auslegen. Manche Hersteller machen es sogar so, dass sie in bestimmten Bereichen, zum Beispiel an der vorderen Nase, werden die schon dementsprechend vorgeformt und vielleicht sogar vom Ripstop-Gewebe anders geschnitten, damit mehr Stabilität reinkommt. Und die Produktion selber, ja, also wenn man da mal war, das läuft echt irre ab, müsste sich eigentlich jeder mal anschauen. Aber das Produktionshandbuch von dem Schirm, das wird top gehütet und ist 10-mal versperrt in einem Safe, ja, dass da ja keiner hinkommt, weil das sind natürlich wirklich Geheimnisse, die natürlich nicht nach außen getragen werden sollten für die Firma, weil da steckt natürlich sehr viel Know-how drin. Und wenn man das mal raus hat, wie das funktioniert, ja, und weiß, okay, man hat jetzt eine große Toleranz für die Serie, dass eigentlich viel funktioniert, ohne dass die Schirme jetzt heiß wären, nicht starten, sacken oder beim Klapper fies sind, ja, dann ist das natürlich ein Segen für den Hersteller und natürlich für die Produktionsstätte genauso. Okay, Ferdi, du weißt da sicherlich auch noch einiges. Ja, also mir fällt immer wieder zwischendurch was ein, ist jetzt schon wieder die Hälfte weg. Was auf jeden Fall, was mir noch eingefallen war, was ab und zu natürlich auch gemacht wird, um ein bisschen die Serienstreuung auszuprobieren, ist einfach mal, nachdem man den fertigen, perfekten Schirm gebaut hat und gesagt hat, okay, jetzt passt alles, dass man dann einfach mal anfängt und gewisse Sachen anders macht. Zum Beispiel den wieder ein bisschen langsamer trimmt, ein bisschen schneller trimmt, ein bisschen stabiler trimmt, indem man die B ein bisschen verkürzt oder ein bisschen die B verlängert, um zu gucken, was passiert dann. Passt dann immer noch alles? Man geht mal rein und schneidet plötzlich irgendwelche Diagonalen oder nicht die Rippen durch, aber die Vektorbänder, um ein bisschen quasi die Steifigkeit zu verlieren, weil könnte ja auch sein, dass es dann doch versehentlich mal ein bisschen länger ist. Wie nah ist man da quasi an diesem roten Peak dran, den der Jürgen erwähnt hatte, und probiert das dann nochmal ein bisschen aus. Weil je weniger Probleme man hat, wenn man das alles weglässt oder eben ein bisschen verändert, desto besser für die Serienstreuung. Ja. Gut, geht's weiter. Der David würde gern wissen, warum erreichen höher klassifizierte Schirme in der Regel höhere Geschwindigkeiten? Was zeichnet ein besonderes auftriebsstarkes Profil aus und was sind die Nachteile dabei? Ja, ich glaube, das mit der Geschwindigkeit, also auch einen Schulungspanzer, wie ich es eben manchmal nennen gern, kriegt man theoretisch auf die hohe Geschwindigkeit. Das Problem ist nur, wenn die Geschwindigkeit so hoch ist, dann werden natürlich auch die Kappenreaktionen, wenn da plötzlich eine Fläche bei einem Klapper da ist, bremst die natürlich viel, viel mehr und das Ganze passiert leider mal wieder im Quadrat. Und deshalb, je mehr, 1-2 km/h schneller und der Klapper kann viel extremer sein und man geht, immer versucht man so schnell wie möglich quasi zu werden, aber also zumindest bei der Top-Geschwindigkeit, bei der Trim-Geschwindigkeit guckt man eigentlich, dass sie ein bisschen langsamer werden und trotzdem noch safe sind vom Abriss. Warum? Weil dann hat man beim Kurvenfliegen einen kleineren Kurvenradius, aber bei der Top-Speed, das Vollgasfliegen quasi, hängt wirklich mit der Zulassung sehr häufig zusammen. Und mit der Komplexität, weil irgendwann dellen halt leider dann auch vorne wieder die Eintrittskanten ein, ja. Ja, und da muss man es auch sehen, immer die Geschwindigkeit nützt dann natürlich nur was, wenn sie im Verhältnis zum Gleiten steht. Ja. Und also wenn dann natürlich so runterkommst, das wirst du dann nicht oft einsetzen können. Ja. Und ein Schulungsschirm hat natürlich ganz, ganz andere Vorgaben und Ziele, wie jetzt, sagen wir mal, ein Wettkampfschirm. Ja. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass es nicht von der Streckung vom Schirm abhängt,
dass der jetzt schnell fliegt. Im Gegenteil, also gestreckte Schirme kann man gar nicht so richtig beschleunigen. Ja. Das sind eigentlich wenige gestreckte Schirme, wären da eigentlich besser für den Schnellflug. Aber man muss das immer im Paket begutäugeln. Ja. Also das Gleiten sollte halt dann auch noch hinhauen. Und im Wettkampf fliegt man jetzt auch eigentlich ganz, ganz selten Vollgas, oder Pferde? Das ist vielleicht zum Schluss. Mittlerweile leider. Die Schirme sind so stabil geworden im Vollgas, dass wir sehr häufig sehr, sehr viel Gas unterwegs sind, ja. Ja, da wurden ja auch die Rennen und die ganzen Tasks schon auch so gelegt. Also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass es dann die mildesten Gegend die Bojen da reingesetzt haben. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen angenehmer geworden. Ja, bei den hochklassifizierten Wettbewerben fliegt man meistens im Flachland, weil es da halt viel, viel safer ist zum Fliegen, ja. Und das war früher doch etwas anders. Ja, passt eh gerade jetzt zum Thema Wettkampf und so weiter. Könnt ihr euch in Zukunft Zweiliner auch in niedrigeren Gütesiegelklassen vorstellen? Gibt es neben den Regularien auch technische Hürden, das zu realisieren? Also ich weiß, dass mehrere Hersteller gerade ganz aktiv am Basteln sind von Zweilinern im C-Bereich. Das Problem ist halt, das ist genau dieses Problem. Bei einem Zweiliner habe ich eben nur quasi zwei Leinebenen, die ich in irgendeiner Weise aufspannen muss und dadurch die Kappe relativ steif bauen muss. Und das ist eben auch das, was dann nachher dieses typische Zweiliner-Feeling ausmacht, dass man den Schirm sehr direkt spürt und wenn was passiert, dann passiert es langsam und ich kann eingreifen. Und das macht dann die Zulassung schwierig, weil in der C-Kategorie, wenn ich da einen Klapper ziehe, dann ist das ein anderes Unterschneiden sozusagen, weil ich beschleunige erstmal den Schirm nur vor und dann erst bricht er weg. Und es wird richtig schwierig, den sauber ins Feld reinzubringen. Und wenn ich jetzt zusätzlich ganz vorne diese sogenannte Faltleine ganz vorne quasi anbringe und da dran ziehe, dann ziehe ich quasi das ganze Profil nach unten und kann es viel schneller zum Einklappen bringen und dadurch das Klappverhalten ein bisschen einfacher gestalten. Was das jetzt mit der Realität oder nicht zu tun hat, das wird auch bei den Diskussionen, ob man jetzt in der C-Kategorie quasi die Faltleine erlaubt oder nicht, ausgeblendet, weil das kann keiner definieren. Aber es geht eigentlich darum, wie realistisch sind diese Klapper im Vergleich zu dem mit Faltleine oder eben ohne Faltleine. Was verändert sich da realistisch? Und diesen Vergleich, den kann man setzen. Da geht gerade was voran. Ich glaube nicht, dass Zweiliner irgendwann im A-Bereich kommen werden, weil das Problem ist, dass man ein A-Schirm ist ja quasi ein bisschen pummeliger. Der ist also nicht so gestreckt, sondern dafür ein bisschen dicker sozusagen. Ja, die Flügeltiefe ist da ein bisschen mehr. Und entsprechend muss ich quasi viel mehr Fläche abspannen. Und wenn ich dann nur zwei Leinenebenen habe, dann wird das Ganze eben ein bisschen komplexer. Ich kann das natürlich dann mit Gabeln noch ein bisschen auseinanderfächern, aber es wird trotzdem einfach schwieriger. Und um das zu kompensieren, muss ich eben dann sehr dicke Profile bauen. Und jetzt haben die Schulungsschirme eh schon dicke Profile. Wenn ich jetzt nochmal dicker werde, dann wird es halt irgendwann, lohnt sich von der Leistung her auf jeden Fall nicht mehr. Ja. Jürgen, noch was zu ergänzen? Nein. Viel, gell? Nein, nee, super erklärt. Klar, jetzt im A-Bereich ist es wahrscheinlich noch sehr, sehr weit weg. Man sollte nie sagen, gibt es nicht. Ja. Wurden schon sehr viele überrascht, dass es dann doch geht. Ja. Aber das, was du gesagt hast, und das ist ja auch nicht der Sinn von einem A-Schirm. Ja. A-Schirm sollte ja eigentlich erst den Fußgänger zum Fliegen zubringen, so dass er auch nach der A-Schein-Schulung Freude am Fliegen hat. Ja, also da ist jetzt Leistung nochmal sekundär und die A-Schirme leisten jetzt im Vergleich zu früheren Zeiten ja schon sehr, sehr gut. Und wenn man so die Landungen anschaut, dann haben sie immer noch zu viel Leistung, ja, die Schirme. Ja. Und also da muss man einfach das schauen, wer ist die Zielgruppe. Was wollen die? Die schaffe ich es,
da den besten Kompromiss zu finden für die Zielgruppe. Und da steht jetzt, glaube ich, der Zweiliner ganz, ganz überhaupt nicht zur Diskussion. Ja. Sondern eher so, dass die Schirme ja vielleicht noch fliegbarer für die Pilotengruppe wird. Ja, dass man eher da das Ziel reinsetzt. Ja, dass sie einfacher noch werden. Also nicht komplizierter, sondern einfacher werden. Einfacher, fliegbarer für die Piloten. Ja. Das würde, glaube ich, der Szene ganz, ganz gut tun. Ja. Alles, was zu viel ist an Hightech und so weiter, das ist für die Pilotengruppe ja, ja, auf. Ja, ist auch im Wettkampf so, dass da gab es jetzt einfach die letzten Schritte, die da so passiert sind, war einfach, dass man die Leistung im Vollgas quasi viel angenehmer abrufen konnte und viel sicherer abrufen konnte. Also selbst wenn da ein Schirm mal einklappt, heißt es mittlerweile nicht mehr, dass man dann automatisch die Rettung schmeißen muss, was es ja durchaus eine Zeit lang mal im Wettbewerbsbereich gab, wo dann der Hersteller gesagt hat, hast du einen Frontklapper oder einen großen Seitenklapper, dann probier gar nicht mehr, schmeiß die Rettung. Also so einen Schirm wollte ich jetzt auch nicht unbedingt fliegen, zumindest nicht dann bei den Geschwindigkeiten. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Also die alten Wettkampfhasen, die haben da deutlich heftigere Sachen mitgemacht. Weitere Fragen? Ja, es nimmt noch kein Ende. Der Felix würde gern wissen, wie wird der Gewichtsbereich bestimmt? Fällt der schon aus der Simulation raus oder wird der erst am Proto bestimmt? Ja, da habe ich einen sehr umfangreichen Artikel mal drüber geschrieben gehabt im DRV-Info letztes Jahr, war das, glaube ich, oder Ende letzten Jahres. Aber ich glaube, das macht auch jeder Hersteller ganz unterschiedlich. Zum einen gibt es natürlich die Zulassung, die das quasi irgendwann limitiert und ich dann gucken muss, okay, was passiert, wenn ich jetzt nochmal 5 Kilo weniger wegnehme, ist es dann safer? Aber dann bin ich von der Zulassung her schon an der E ganz oben dran. Und dann ist es, der hängt auch ein Stück weit davon ab, wie viel Leistung habe ich denn in Bezug auf das Kurvensinken. Weil ich kann ja einem Schirm immer mehr Gewicht dazugeben. Die Gleitleistung verändert sich nicht. Ja, die bleibt ja die gleiche. Das ist auch vielen Piloten nicht klar, dass je mehr Gewicht ich dazu nehme, der Schirm nicht besser gleitet, sondern er gleitet nur bei einer höheren Geschwindigkeit. Aber entsprechend sinkt er halt auch mehr im Trim und fliegt auch schneller im Trim. Das heißt, der Kurvenradius nimmt auch wieder zu. Und das ist eigentlich dann von Nachteil. Ja. Jürgen, magst du? Ja. Natürlich schaut man, dass man in den Gewichtsbereich reinkommt, den man haben möchte. Schlussendlich weiß das dann eigentlich erst ja, nach den vielen Vergleichstests, die gemacht werden. Also die werden ja nicht, jetzt nicht nur im Hochleistungsbereich gemacht, sondern in allen Kategorien, sogar schon im A-Bereich, ja, um einfach festzustellen, wie er im Flug ist, weil über die Messgeräte oder so geht das eigentlich nicht. Ja? Also nur im direkten Vergleich. Ein Gerät, das man kennt, das wo gut fliegt, wo man glaubt, das ist die Benchmark. Und mit dem vergleicht man dann und dann weiß man, ob es von der Fläche her, ob man dann noch ein bisschen spielen muss oder nicht. Ja? Aber natürlich bauen die Konstrukteure die Schirme schon so, wo sie meinen, okay, der ist jetzt in dem Gewichtsbereich, in dem er den Schirm auch haben will. Ja, weil er baut ja, die ersten Schirme werden ja so gebaut, die ersten Prototypen, dass er zum Testpiloten passt. Ja. Und von da aus werden dann die anderen Größen dann gestaltet. Ja. Meistens. Ja. Gut, Olli und Katja wollen wissen, wie fühlt ihr euch so als Testpiloten? Ist da immer noch Aufregung dabei, wenn ein Proto das erste Mal geflogen wird? Hattet ihr auch schon negative Erfahrungen, heftige Situationen beim Testen? Es wird spannend. Fang du an. Ihr seid dran. Jetzt muss ich anfangen. Ja? Ich glaube, du hast viel mehr zu erzählen. Na, also es ist ja so, dass jeder Gleitschirmflug auch meinen Puls höher schlagen lässt, bevor es dann losgeht quasi beim Start und auch während dem Flug. Selbst wenn ich mich quasi gerade recht angenehm fühle, aber trotzdessen, das habe ich trotzdessen immer, dass mein Puls auch hochgeht. Das ist einfach menschlich, es passiert bei jedem.
Und dann gibt es natürlich Situationen beim Testen, wo man einfach, also ich glaube, am heftigsten ist immer dann, wenn man eigentlich den Schirm schon mal geflogen ist und weiß, der Schirm ist sauschlecht, ja, das passt gerade nicht, aber man muss das gleiche Manöver jetzt nochmal fliegen, um herauszukriegen, ob denn diese kleine Änderung, ob es in die Richtung gehen muss oder in die Richtung. Ich glaube, das sind immer die schlimmsten Flüge. Die allerersten Protos, da gibt es so die Grundregel, was ich von den alten Testpiloten gelernt habe. Jürgen, korrigier mich, wenn. Aber es hieß mal, alles, was abhebt, fliegt auch. Das heißt, damit stürzt man quasi auch nicht ab, wenn man eben dann nichts mehr macht und keine zusätzlichen Turbulenzen abkriegt, logischerweise. Aber das war so die Ansage für mich, warum es dann hieß, na, du gehst mit dem Prototyp nicht erst an Übungshang, sondern wir gehen jetzt direkt fliegen. Das wurde mir halt so beigebracht. Aber da hatte ich jetzt auch noch nie so den Stress. Man tastet sich da sehr, sehr langsam ran. Nee, es ist vielleicht sogar noch krasser. Also es fliegt fast alles. Ja. Und also das hat sich schon verändert, jetzt zu damals noch in Ende der 80er Jahre. Ja. Du gehst mit dem Schirm hoch, weißt, ziehst ihn halt erst ein paar Mal auf am Start. Und also wenn er gut zum Aufziehen ist und ja, gut zum Starten geht, dann geht er auch zum Fliegen. Ja. Und klar, beim Testen ist er jetzt nicht... heißt ja nicht, dass man jetzt immer die wildesten Manöver fliegt, sondern du testest ja eigentlich das ganze Flugverhalten in der Thermik. Ist er stabil genug? Kann man beschleunigen? Ja? Wie schaut er aus? Dann macht man Fotos, dann macht man Vergleichsflüge. Und natürlich zwischendurch wird man immer mal wieder testen. Ja? Es hängt auch davon ab, was man da für einen Flügel hat. Ist es jetzt gerade ein Flügel, der schon Richtung Ende geht, wo man schon ans Gütesiegel denkt und Richtung Produktion, oder sind es noch Versuchsflügel, die man halt so noch bearbeitet. Also man arbeitet meistens ja nicht nur an einem Flügel, sondern eigentlich schon an mehreren. Ein Hauptthema gibt es halt oder vielleicht sogar zwei Hauptthemen, die jetzt dann Richtung Gütesiegel dann gehen, die eigentlich schon mehr oder weniger fertig sind. Und dann gibt es halt abgestuft noch andere. Und ja, und klar, alles, was fliegt, heißt jetzt nicht unbedingt, dass das dann auch gut für den Hobbypiloten wäre. Ja, das meine ich damit nicht. Aber ich hatte vielleicht ja, 3, 4, 5, 6 Schirme, wo ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Da, also die jetzt zu starten, zu fliegen und auch wieder zu landen. Ja. Sonst hat eigentlich alles mehr oder weniger relativ, ja, war es okay zum Fliegen, aber es war halt noch kein fertiger Schirm. Okay. War das die Frage, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, es ging in die Richtung. Vielleicht wollten Sie noch ein paar mehr Details, aber falls ja, können Sie ja noch mal kurz schreiben. traut euch ruhig. Genau, dann die nächste Frage. Wie wird die Alterung der Materialien getestet? Ja, haben wir ja vorher schon ein bisschen angesprochen, hätte ich gemeint. Ja. Ja. Also so Tests finden einmal in der Produktionsstätte ab, unabhängig davon. Und natürlich, ich sage mal, jeder seriöse Gleitschirmhersteller macht es auch in der Firma, ja. Dass sie die testen, also gibt es dann unterschiedliche Tücher, auch von der Farbe her, die dann aufgespannt werden und in der Sonne sind. Dann werden sie gewaschen zum Teil, ja, also auf Reißfestigkeit, Langlebigkeit und zum Teil eben in Prototypen eingebaut, die man halt dann eben fliegt und herwurschtelt, wie das Verhalten ist. Oder eben, dass man sie einbaut in Kites, so wie Skywalk das auch macht. Und da die Tücher dann 1, 2 Jahre testet, um zu wissen, ob sie wirklich das versprechen, was sie wollen, ja, dass sie da kein hohes Risiko eingehen oder kein Risiko eingehen, so dass sie sich hundertprozentig sicher sind, ja, das Material ist super, hat sich bewährt, das können wir jetzt zum Beispiel fürs Obersegel, Vorderkante oder Hinterkante oder Untersegel oder in den Rippen oder mit einbauen. Und da ist es super. Und also die machen sich echt Mühe,
Und auch in der Produktion ist ja das auch so. Also die nehmen immer, also alle, ich weiß nicht, wie viel Meter wird da aus der Rolle was abgeschnitten, ja, getestet, ob die gleichmäßig gut sind, die Materialien. Das wird auch abgelegt, dass man auch weiß, falls was käme oder irgendwas, was man übersehen hat, okay, ja, die Schirme, die haben die und die Sicherheitsmitteilungen aus denen und den Gründen, dann kann man da nachschauen, wann hat man den verbaut, wer hat die verbaut, wie viele Serienschirme sind da betroffen davon. Also das ist schon auf sehr hohem Niveau, was die Hersteller und vor allem die Produktionsstätten da so veranstalten. Ja. Ferdi, weißt du da noch irgendwas in der Richtung? Ja, ich hatte jetzt gerade bei Alterung quasi, also vielleicht mal das noch ergänzend bei Schirmen an sich so, also die Schirme, die jetzt draußen schon genutzt werden von den Serienschirmen, wie misst man da die Alterung? Und da ist ja in der Szene so ganz üblich, dass man die Porosität misst, also die Luftdurchlässigkeit. Und das ist eigentlich ein Wert, der gar nicht so viel über das Tuch aussagt, weil da gibt es so viele Unterschiede in den einzelnen verschiedenen Tüchern. Da gibt es Tücher, die sind nach quasi einmal Benutzung, also einmal über den Startplatz ein bisschen drüber gezogen, verlieren die extremst viel an Porosität. Das macht aber gar nichts für den Schirm aus und das ist auch so dann gedacht und das ist die Eigenschaft von dem Tuch. Dafür hat es andere positive Eigenschaften. Und ich glaube, was mit am wichtigsten ist bei dem Tuch, ist die Weiterreißfestigkeit, die aber sehr, sehr häufig gar nicht gemessen wird, leider, bei den Checks. Was aber das Wichtigste quasi ist. Weil wenn man irgendwann den Schirm hilft, beim Auslegen hilft und plötzlich hat man den Schirm in zwei Teile, dann passt halt irgendwas nicht. Aber auch da ist die Weiterreißfestigkeit, die tatsächlich benötigt wird, eine sehr, sehr geringe. Das heißt, es macht es plötzlich sehr, sehr schwierig zu sagen, wie alt ist der Schirm tatsächlich, um die Alterung zu definieren. Aber die Porosität, da setzt man nicht so viel Gewicht drauf. Die bringt gar nicht so viel Wissen über den Alterungszustand des Schirms. Und was mit am wichtigsten ist, ist immer, wie gut wurde der Schirm getrimmt. Und da gibt es auch gravierende Unterschiede bei den Checks, wie umfangreich und wie der Schirm getrimmt wurde. Ja, jetzt habe ich nochmal das Ding gelesen. Jetzt weiß ich, was du meinst, Jenny, wo du gesagt hast, da war das schon alles. Wie man sich fühlt beim ersten Mal mit so einem Prototyp zu fliegen. Ja? Ich würde mal sagen, der Testpilot, der nonstop beim Fliegen ist, der wird den gleichen Puls haben. Also der Puls wird jetzt nicht anders sein am Start wie beim anderen Schirm. Der ist es gewohnt. Ja? Der hat sich trainiert über viele, viele Flüge. Und natürlich ist es ein Unterschied, wenn jetzt da einer zum Testen anfängt und das macht oder ob du das schon über Jahre machst und nonstop jeden Tag immer den schönen Wetter hinterher, dann steigt eigentlich der Puls jetzt nicht so. Ja. Also ich habe ihn jetzt bei mir nie gemessen, ich weiß es nicht. Ja. Können wir nachholen, ja, jetzt im Alter wahrscheinlich schon, vor allem, wenn wir jetzt 4 Monate noch geflogen sind. Wir verraten es euch dann. Und ist natürlich auch, sag mal, jetzt dann pilotenabhängig. Viele, die vielleicht Testpilot werden wollten, ja, denen war das dann schon zu stressig, ja, die lassen das auch dann relativ schnell wieder, aber die Testpiloten, die eigentlich lang dabei sind oder so, ich würde mal sagen, denen merkt man es von außen nicht an und innen sind sie eigentlich auch safe. Sind dann eher vielleicht andere Sachen, Wettersachen oder ja, da wo dann vielleicht der Puls mal mehr hochgeht. Ja, weil Testpiloten sind jetzt nicht unbedingt, sie reisen zwar immer der Sonne hinterher, aber sind jetzt nicht immer unbedingt Schönwetterflieger, sondern die fliegen natürlich auch bei Wetterverhältnissen, ja, wo man jetzt keine Schule machen sollte. Und ja, sind vielleicht dann eher solche Sachen, ja, wo einem der Puls dann hochgeht. Ja.
Dann haben wir noch eine Frage von der Charlotte. Wie weit wirkt sich die Reaktion des Tuches auf Temperaturunterschiede beim Fliegen aus? Merkt man das? Also wie groß können die Unterschiede sein? Habt ihr da noch? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es dann direkt natürlich auch mit der Temperatur zusammenhängt. Auf jeden Fall merkst du, dass der Schirm jeden Tag anders reagiert. Ja, du merkst vielleicht, wenn es ein bisschen feuchter ist oder wenn es ein bisschen so drückend ist, so Hochdrucklage. Ja. Oder ob du 5000 Meter fliegst oder knapp über Grund am Tal. Ja. Also man merkt schon, wie sich da der Schirm verändert vom Charakter her. Und da spielt die Temperatur, wenn man feinfühlig ist, sicherlich auch eine Rolle. Ja. Also wir haben das auch gemerkt, zum Beispiel, wenn man Bassano oder Monaco getestet hat, ja, war man happy, hurra, endlich Schirm fertig, funktioniert gut, warst daheim im Stubaital oder am Aachensee, denkst, was ist denn heute los? Der Klapper ist ja Wahnsinn, das geht ja gar nicht. Ja. Also da spürt man schon einfach die Unterschiede. Ja. Also und in dem Fall auch dann eben die Temperatur. Ja. Monaco oder so ist es natürlich immer ein bisschen wärmer, mildes Klima. Und daheim ist es kühler, Temperaturen ein bisschen höher, wo dann eben das Schirmverhalten ja, dementsprechend war. Manche Hersteller wollen das dann auch so managen, wo dann getestet wird, ja, zum Teil. Ja, dass der Test dann positiver ausfällt. Ja. Also es hat auf jeden Fall einen Einfluss, ja, aber ich würde mal sagen, wenn der Schirm, der Normalpilot wird es vielleicht so jetzt, glaube ich, gar nicht mal so richtig wahrnehmen. Und die Testpiloten sollten halt wissen, dass er in Monaco funktioniert und im kalten Stubai oder am Aachensee genauso. Ja. Das sollten die Piloten wissen. Ja. Gut. Ferdi? Ja, passt. Sorry. Also auch ich habe die Erfahrungen gemacht, dass das eben bei sehr kalten Temperaturen plötzlich der Schirm ganz anders reagiert. Aber ob das jetzt wirklich an den Materialien liegt oder an der Luftzusammensetzung sozusagen, an der Luftdichte, die ich dann um den Schirm habe und deshalb das Verhalten anders ist, das kann ich jetzt nicht so sagen. Man merkt es ja dann schon, wenn man den Schirm mal in die Hand nimmt, es knistert alles wieder mehr, wenn man so einen gebrauchten Schirm mal in der Hand hatte oder so. Also da gibt es bestimmt noch auch viel zu erforschen. Ja. Aber es ist halt so komplex und es hängt immer alles von allem zusammen. Und wenn man da ein bisschen was an der Stellschraube dreht, dann ist da schon wieder was anders. Und der eine Tag ist ein bisschen anders und teilweise ja schon innerhalb von einer Stunde ändert sich das Wetter so stark, dass es sehr schwierig ist, kleine Nuancen festzustellen und die zu testen. Ja. Man kriegt es ja auch mit, wenn man, von der Früh weg fliegen geht, ja, und macht dann so 4-5 Flüge über den Tag, ja, und merkt dann, hoppala, in der Früh war das schon super, ja, hat alles sehr gut gemacht und bei der ersten leichten Thermik vielleicht auch noch. Und plötzlich mittags, Hammerthermik, denkst, boah, das war jetzt aber schon heftig, ja. Andere schieben das dann vielleicht auf den Schirm, ja. Und gar nicht mal so auf die Hammer-Timing. Ja? Also gibt es auch oft unterschiedlich konträre Aussagen von den Piloten. Ja? Und man kriegt das allerdings dann nur mit, wenn man den Schirm gut kennt. Ja? Wenn man gerade neue Schirme ausprobiert, dann nicht nur einen Flug damit machen, sondern ja, mehrere. Und so, dass man wirklich objektiv auch sein eigenes Urteil abgeben kann, ob der Schirm jetzt einen taugt oder eben nicht taugt. Ja. Weil oftmals sind es eben nur die Wetterverhältnisse, die sich dann verändert haben, machen oftmals mehr aus, wie man eigentlich glaubt, hoppala, der Schirm, das geht gar nicht. Ja. Also so dass da nicht das richtige Feedback dann geben kann zu dem Schirm. Ja, ja manchmal. Ja, das ist auch die Schwierigkeit beim Testpiloten, ja, dass er das für sich abcheckt. Okay, was war jetzt Wetter? Was war ich? Ja, und vielleicht noch andere Einflüsse oder die Veränderung, die ich gerade am Schirm gemacht habe. Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor,
wo jeder Testpilot ein paar Mal auch über sich selber stolpert, ja, weil er vielleicht da falsche Aussagen gemacht hat. Ja. Und beim Normalpiloten eben auch. Ja. Und das ist ja die Schwierigkeit generell beim Fliegen und beim Testpiloten sowieso, weil es ein tägliches Brot ist, ja, objektiv zu bleiben. Ja. Was war es jetzt wirklich? So das abchecken zu können von diesem Testflug. Okay, habe ich überhaupt richtig getestet? Ja? War das jetzt ein Schmarrn, was ich getestet habe? Oder waren die Wetterverhältnisse, ja, ja, kann jetzt keine richtige Aussage treffen, weil die Klapper und die anderen Manöver viel zu unkonstant waren. Oder war es die Veränderung, die man davor gemacht hat? Oder. Ja, oder die harte Thermik. Und das ist nicht immer einfach. Ja. Fertig? Ja, und dann kommt noch dazu die Kommunikation quasi innerhalb, unter den Testpiloten. Man muss ja auch immer das Richtige kommunizieren und immer das Gleiche quasi meinen. Und das muss auch immer sehr, sehr gut zusammenpassen. Okay, dann haben wir noch eine Frage vom Timo. Wie beeinflussbar, da war noch davor noch eine vom Timo. Ja, genau. Was haltet ihr von sehr gestreckten Schirmen in der B-Klasse? Größer 6. Ja, ich meine, Streckung brauchst halt mal, um, sag mal, Leistung reinzubringen. Aber tendenziell, ich sage mal, die sehr guten Hersteller, die schauen schon, dass sie eher von der Streckung eher drunter bleiben und nicht drüber gehen. Ja? Also die aus wenig viel machen können, ist eigentlich super. Ja? Weil der gestreckte Schirm hat eben Nachteile. Er bringt ja nicht nur Leistung, sondern er hat auch Nachteile. Also du musst mit mehr Spannweite, kann sich mehr verhängen und so weiter. Und deshalb ist es schon, also die Schirme, die jetzt nicht so gestreckt sind, sind sicherlich fliegbarer in allen Klassen, von A angefangen bis natürlich Wettkampfschirmen. Ja. Da unterscheidet sich jetzt gar nicht mal so der A-Schirmpilot oder der Anfängerpilot von Wettkampfpiloten. Ja. Beide wollen eigentlich einen fliegbaren Schirm für sich. Ja. Und wenn jetzt ein Schirm nicht so mega, mega, mega gestreckt ist, ja, dann tut sich auch der Wettkampfpilot leichter. Also der will jetzt nicht unbedingt die heißeste Kiste, weil er weiß, bei ruhigen Bedingungen fliegt er jetzt einmal eine Gleitzahl mehr. Ja. Sobald aber die erste Blubberthermik losgeht, hängt er an der Rettung. Ja. Also so ein Schirm möchte ja auch ein Wettkampfpilot nicht, sondern der möchte ja auch für sich einen schönen, gut fliegbaren Schirm, den er sicher in der Hand hat, mit dem er die Leistung, die der Schirm dann auch hat, ausfliegen kann, rausholen kann, sodass er halt dann seine Ziele im Wettkampf oder im Streckenflug super erreicht. Ferdi? Ja, ich glaube, dass man, je mehr Streckung da ist, desto mehr muss man quasi auch investieren, dass eben beim Wiederanfahren zum Beispiel aus Negativmanövern oder bei einem Seitenklapper das Öffnungsverhalten, wie geht der wieder auf, geht er von selber auf, wo verhängt er, wann stoppt er quasi, dass man da sehr viel auch mit dem Line-Setup und dann auch wieder mit dem Außenflügel sehr viel Zeit investieren muss. Und jetzt mal angenommen, man hätte quasi einen weniger gestreckten Schirm und einen höher gestreckten Schirm und bei beiden Schirmen wäre das richtig gut gelungen, das ganze Setup, dass der so schön wie möglich wieder aufgeht und auch so wenig wie möglich verhängt bei Negativgeschichten, dann wird trotzdem immer, ist meine Meinung zumindest, der gestrecktere Schirm anspruchsvoller sein. Wobei halt in Natura jetzt draußen auf dem Markt sicherlich gibt es vielleicht den einen oder anderen gestreckteren Schirm, der da braver reagiert als einen weniger gestreckten Schirm. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Ja, da kommt, ich würde gleich sagen, überspringen wir noch die eine Frage vom Timo und gehen gleich zur Frage vom Jakob. Das geht nämlich genauso in die Richtung. Die B-Kategorie ist ja ziemlich breit, vom Fast-A-Schirm bis zum High-B, die zum Teil real aggressiver reagieren wie ein Low-C. Gibt es da Bemühungen, die nochmal zu unterteilen? Ja, das ist natürlich das Thema. Also ich glaube, es gibt es tatsächlich, weil es gibt ja immer mehr. Ich weiß nicht, wie jetzt da die. Sorry, wir hatten gleichzeitig geredet. Mach du.
Ja, ich meine, da ist guter Rat wirklich teuer. Ich denke mal, früher hat die Kategorie besser zu der Schirmklasse gepasst. Ja. Heute müsste man wirklich das Gütesiegel mehr, viel mehr anpassen an die Schirmklasse, weil im Vorfeld haben wir ja auch schon diskutiert, also vor dem Webinar, was erzählen wir denn eigentlich? Und ja, manche Themen sind kritisch. Gibt und, gleich noch eine Frage zu einem kritischen Thema. Ja. Und Gütesiegel ist nur ein Teil, ich habe es vorher, glaube ich, schon mal gesagt, bin mir jetzt nochmal ganz sicher, aber ich glaube schon, ist nur ein Teil der Sicherheit. Ja. Da spielt noch viel mehr eine Rolle, was ein Schirm eigentlich sicher macht. Und wenn man das Gütesiegel kennt, ja, Gütesiegel sind halt genormte Manöver. Es geht ja auch nicht anders. Und dann muss der Klapper halt so ausschauen, dass er da im Messfeld drin ist und so weiter. Und die Spirale wird halt genau so geflogen und nicht anders. Und das gilt eigentlich dann für alle Manöver. Auch der Frontklapper darf nicht zu klein und darf auch nicht, aber auch nicht zu groß sein. Ja, muss genau so geflogen werden. Und wenn man es anders fliegt, dann ist man schon nicht mehr, dann darf das Manöver nicht gezählt werden. Also es ist eine ganz heikle Geschichte. Und die B-Kategorie nochmal aufgliedern, weiß ich nicht. Andere sagen ja nur noch, vielleicht sollte man nur noch die A-Kategorie kategorisieren und die anderen gehen einfach so durch. Ja, ich hab mir da eigentlich auch den Kopf zerbrochen, oftmals, was man da vielleicht machen könnte oder nicht. Habe ja auch mit Simon Winkler zusammen die Safety Class Test gemacht, eigentlich immer noch. Und ja, und es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, ja, dass man da vielleicht mal in die Hand nehmen sollte. Aber so eine richtige Antwort weiß ich jetzt eigentlich auch nicht drauf. Ferdi, weißt du, bist du da besser bestückt wie ich? Na, also ich glaube, da ist nichts in Planung, aber wenn man quasi den Pilotenanspruch oder die Piloteneinstufung quasi mal nur die B-Klasse anschaut, dann ist das, was am breitesten gefächert ist, wie du ja auch gesagt hattest in der Fragestellung. Und das, was die Hersteller halt jetzt machen, ist, sie basteln einfach drei Schirme für diese Kategorie. Den Low-B, den Mid-B und den High-B. Das ist ja jetzt so gerade das, was dem quasi ein bisschen entgegenwirkt. Und die Unterscheidung ist dann quasi rein über die Zulassung eh nicht mehr machbar, weil es ist alles B. Und dann kann ich hergehen und sagen, ja, aber mein Schirm hat nur ein B in der Kategorie und alles andere ist in A, deshalb ist es plötzlich Low B. Das würde ich auf keinen Fall sagen, weil ich glaube, die meisten Testpiloten schauen sich an, wie stallt der Schirm. Und da geht es schon los von der Kategorie her. Das ist sehr schwierig zu sagen, ja, der Schirm, nur weil er jetzt ein bisschen mehr nach hinten gekippt ist, ist er deshalb plötzlich schon B oder sowas. Die Norm ist da sehr strikt sozusagen. Also das kann man nicht ablesen. Dann die Seitenklappe. Wie heftig reagieren die tatsächlich? Da gibt es auch eine Riesenstreuung in der B. Und der eine, dann sagt der Testpilot, naja, das ist jetzt eher sehr, sehr heftig. Ja? Und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, geht schon noch, ist aber auch B. Ja? Und deshalb definiert das definiert nicht die Kategorie sozusagen und den Anspruch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meinte. Ich habe es jetzt nicht die richtigen Worte gefunden, aber ich glaube, es kam drüber. Ja, es ist natürlich so, klar, die ganze Szene ist natürlich über das Gütesiegel auch gewachsen. Ja. Das Problem ist, dass sich die meisten Piloten natürlich kein Bild machen können von neuen Schirm. Deshalb hat ein Gütesiegel natürlich eine sehr gute Berechtigung. Ja. Man sollte ja aber auch nicht gütesiegelhörig werden. Ja. Und das ist ein Problem. Also nur weil B draufsteht, muss nicht unbedingt B drinstecken. Ja. Und ein super Low B heißt noch nicht, dass der Pilot dann auch ein High B sicher und gut und selbstbewusst dann auch fliegen kann. Ja. Also da
da ist sicherlich Handlungsbedarf da, wie man das Ganze löst, extrem schwierig, weil das hat natürlich auch viele rechtliche Gründe, was da ja nicht ganz so einfach zu lösen sind. Und aber das, die Schirmentwicklung hat sich schon teilweise wegentwickelt vom Gütesiegel. Das war noch vor 15 Jahren viel näher beieinander. Ja. Waren vielleicht die gleichen Fragen, wo man sich gestellt hat und auch, ja, wo man gesagt hat, ja, was, das passt doch nicht mehr, aber jetzt geht es vielleicht noch weiter auseinander wie damals. Ja. Was natürlich für den Normalpiloten, der dann sich eine neue Ausrüstung holen will, natürlich jetzt nichts hilft, wenn wir das so sagen. Ja, ihr braucht einfach einen guten Fluglehrer, den ihr vertrauen könnt, der euch nicht über den Tisch zieht, der euch hilft, den neuen Schirm auch zu verstehen. Und vielleicht müssen sich auch die Piloten umstellen. Ja, also dieser ganze Leistungsgedanke. Es ist zwar gut, dass es den Spitzensport auch in unserer Szene gibt, aber der Normalpilot, der braucht es nicht. Manchmal ist weniger viel, viel mehr wert, ja, als wie die beste Kiste. Ja. Ihr müsst immer denken, ihr müsst, wenn ihr euch einen Schirm zulegt und ihr könnt nur 20% von dem Schirm abrufen, dann seid ihr auf jeden Fall gnadenlos überfordert und geht eigentlich früher landen, wie mit einem Schirm, wo ihr vielleicht 60% rausfahren könnt. Ja. Und das vergessen die Piloten auch immer. Ja. Also nicht nur der Hersteller und die Flugschulen haben diesen Leistungsgedanken, sondern eben auch schon der normale Pilot. Und da müssen vielleicht mal alle an sich ein bisschen arbeiten, dass sie da runterkommen. Und auch die Brille, wann haben wir das gehabt, Jenny, beim Mentaltraining-Webinar, ja, dass man sich richtig einschätzt, wo stehe ich, was kann ich, was bin ich für ein Pilot, wo geht es mir gut, mit was ich fliege und mit was ich nicht fliege. Und die gleichen Gedanken muss ich auch am Wettkampfpilot machen. Ja? Der fühlt sich auch nur sicher, wenn er einen Schirm fliegt, wo er weiß, mit dem kann ich alles rausholen. Der Schirm gibt mir die Sicherheit. Ich kann hier bis auf 90-100% von der Leistungsgrenze von dem Schirm hingehen. So kann ich meine Wettkämpfe gewinnen und bestreiten. Ja? Viele Wettkampfpiloten, die jetzt vielleicht von der Rangliste eher weiter hinten steht, denke ich mal, Ferdi, da kannst vielleicht du noch was sagen, wo auch viele überfordert sind mit ihrem Material, ja, angefangen vom Gurtzeug, den ganzen Geräten, was sie noch dabei haben, geschweige denn die Schirme. Man sieht es auch am Start, wie schwer sie sich tun. Natürlich sind sie aufgeregt, weil es ein Wettkampf ist, das Teil überhaupt zu starten. Aber denen geht es sicherlich auch so, wie jetzt die Frage, wer hat das geschrieben, der Jakob, wenn also jetzt ein B-Pilot, ist ein High-B für mich noch gut fliegbar oder weniger fliegbar? Aber Ferdi, vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu. Ja, also ich wüsste jetzt gerade nicht, was ich da noch ergänzen soll. Also es ist so, ja, es bringt mir nichts. Also ich wünsche mir auch im Wettbewerb manchmal gerade im Gebirge, wenn es so richtig schöne, starke Thermik ist, wünsche ich mir einen braveren Schirm, weil ich damit schneller und effektiver fliegen könnte, als mit dieser Sichel, die ich dann über mir habe. Und ab und zu mache ich das ja und nehme mir einfach mal so einen normalen Schirm, sage ich mal, und fliege damit auch mal in einem Wettbewerb mit, um zu gucken, was denn so möglich ist. Und wenn das dann so ein schroffer Tag ist, dann kann ich auch mit dem Schirm im Führungspulk mitfliegen. Und es liegt nicht am Schirm, sondern es liegt dann öfters mal auch am Piloten eben. Und der einfachere Schirm, das schönste Erlebnis hatte ich da am Wilden Kaiser, eben bei einem österreichischen und deutschen Liga-Wettbewerb sind wir da entlang geflogen, richtig bockig, und die Zweiliner-Piloten gucken alle hoch und am Arbeiten, dass der Schirm offen bleibt. Und ich stand im Vollgas und habe denen zugeschaut, wie sie da arbeiten, und habe einfach nur gedacht, ach, ist das jetzt gerade fein, ja. Und die Situation hat man bei einem schönen langen Streckenflug eigentlich immer, dass es irgendwo mal richtig schroff wird. Und dann fühle ich mich auch immer so, ah, jetzt wäre eigentlich was Braveres schöner. Ja, nehmt es vielleicht alle mit und auch nochmal
das Webinar von der Jenny, das Mentaltraining, ja, und einfach nochmal eine Standortbestimmung machen, ja. Und wer das gut kann, der hat sicherlich auch ein gutes Händchen, den richtigen Schirm zu finden. Okay, wir haben noch eine letzte Frage, auch wenn wir schon wieder überzogen haben. Der Timo wollte noch wissen, wie beeinflussbar sind die Zertifizierungen, wenn ein Hersteller unbedingt eine bestimmte Kategorie haben möchte? Ja gut, also bei den, ich kenne das eigentlich nur so, der Hersteller schreibt immer drauf, was er haben will und gibt es so ab. Und dann wird die Zulassungsstelle das so testen und sagt dann, nee, das kriegst du nicht. Und sie werden nicht sagen, nee, das ist jetzt ein D oder das ist ein C, sondern die sagen dann, nee, das ist nicht machbar. Und dann kommt man halt ins Gespräch und redet weiter darüber. Es gab aber auch schon in seltenen Fällen Situationen, wo die Prüfstelle einen Schirm, ein Gütesiegel gegeben hat. Das hat dem Hersteller nicht getaugt und hat es dann eine Stufe schlechter gemacht, der Hersteller. Mhm, ja. Ganz bewusst schlechter gemacht. Ja. Und also es gibt mehr natürlich in die andere Richtung, das, was der Felix gerade gesagt hat, ja, weniger in die Richtung, was ich gerade erzählt habe, aber schlussendlich sagt die Prüfstelle, ob das jetzt passt oder nicht passt, aber ich muss gerade nochmal die Frage lesen. Wie beeinflussbar, ja. Die Prüfstelle ist, natürlich ist es auch so, ja, da arbeiten auch nur Menschen und ganz frei ist eigentlich keine Prüfstelle, ja, sind sie nicht, ja. Und ja, kann man nicht ausschließen, dass da vielleicht auch mal die Prüfstelle sagt, okay, passt schon, gut. Kriegst deine Kategorie. Ja. Aber in Summe gesehen machen die Jungs eigentlich schon einen super Job, aber jeder untersteht seinen Zwängen und muss nur jeder mal dran denken an seinen Job, den er so macht. Ja. Das ist nicht immer ganz einfach. Man muss auch standhalten. Der Druck von den Testpiloten ist ziemlich hoch. Ja, vor allem, wenn sie einen Schirm kategorisieren und dann nicht durchgehen. Also die kriegen schon ihr Fett weg. Ja, und dem muss man standhalten. Das ist nicht immer einfach. Ja. Also ich war lang genug dabei, jetzt nicht als DAV-Testpilot oder so, sondern als Firmentestpilot und habe aber bei den Tests das oft gesehen. Und das ist nicht immer einfach, den Druck standzuhalten. Also da muss man schon gefestigt sein in sich. Ja. Und natürlich ist der Testpilot, egal ob es jetzt ein Firmentestpilot ist oder ein Zulassungstestpilot, nicht jeden Tag gleich gut drauf. Ja. Mal testest du sauber, korrekt und präzise und mal bist halt, sag mal, nicht ganz so gut. Das kommt natürlich auch vor. Ja. In jedem anderen Job auch. Das sind keine Maschinen, das sind keine Götter, sondern es sind nur Menschen, die da dranhängen. Ja. Und deswegen ist es ganz, jetzt nicht nur wegen dem, aber generell ist es ganz wichtig, dass man nicht so gütesiegelhörig ist und vielleicht auch ein bisschen Abstand kriegt zu dem Gütesiegel, dass man auch ein bisschen auch mit der Ferne da drauf schaut. Es würde wahrscheinlich dem einen oder anderen ganz gut tun. Zählt auf jeden Fall nicht die A's oder die B's zusammen und der Beste kriegt dann den Zuschlag. Das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ja.